Gut. Hallo, auch von meiner Seite. Wie gesagt, meine Diplomarbeit hat sich mit bewusstlosen Patientinnen im Notarztdienst befasst. Ist schon ein Weilchen her, ein bisschen verspätete Vorstellung, aber ich werde so ein bisschen die Daten und Ergebnisse, die wir da rausgekriegt haben, heute ein bisschen vorstellen. Genau, zuerst einmal der Hintergrund des Ganzen war eben, dass die Bewusstlosigkeit eben eine der häufigsten Anforderungen an die präklinischen Notärzte eben darstellt und ursächlich dafür können eben unterschiedlichste Störungen im Organismus eben sein. Weiter ist es so, dass man eben außerklinisch nur eingeschränkte Möglichkeiten hat und somit eben die Ursachen nicht immer eben präklinisch diagnostizierbar oder behandelbar sind. Die Arbeit war dann eben so aufgebaut, dass man eben zuerst die Theorie anhand fachlicher Literatur dargestellt hat und eben da an die Thematik herangeführt, Definitionen erläutert hat. Danach wurde dann eine retrospektive Datenanalyse anhand des Notarztprotokolls oder der Notarztdatenbank hier vom Stützpunkt an der LKH Uniklinik Graz gemacht und eben im Hinblick auf Bewusstlosigkeit, deren Ursachen und eben therapeutische Maßnahmen eben näher angeschaut. Die ganzen Ergebnisse wurden dann eben aufbereitet und eben im Schlussteil doch nochmal diskutiert. Gut. Eingeschlossen in die ganze Arbeit waren eben Personen jeglichen Alters und unabhängig vom Geschlecht, das heißt eben vom kleinen Säugling bis zum hohen Erwachsenenalter war da alles mit vertreten. Das Einschlusskriterium war allerdings nur, dass bei Eintreffen des Notarztes ein Glasgow-Koma-Score von 8 oder geringer vorhanden war und eben die Anforderung, das Wort bewusstlos oder Bewusstlosigkeit enthalten hat. Die Zeitpunkte waren eben so, dass die Einsätze gefiltert waren von Jänner 2010 bis Dezember 2015. Gut, die Literatur, also die Theorie und Definitionen, wurden eben zuerst aus relevanten Fach- und Lehrbüchern eben zusammengesucht, dann weitere Informationen noch aus notfallmedizinisch relevanten Journals und eben auch aus der medizinischen Literaturdatenbank PubMed. Gut, nach eben Erläuterung der Theorie und Erklärung der Theorie wurde dann eben eine retrospektive Datenanalyse der Notarztdatenbank vom LKH Graz eben durchgeführt. Da ist es so, dass eben die analysierten Daten dann eben genau mittels einfachen statistischen Tests dann eigentlich ausgewertet wurden, sowie T-Tests und ANOVA. Die meisten Daten dann eben tabellarisch dargestellt wurden, zusätzlich dann je nach Wertigkeit dann grafisch durch Diagramme nochmal hervorgehoben und eben weitere Ergebnisse dann noch mit zusätzlichen statistischen Auswertungen wie eben G-Square oder Kreuztabellen oder logistische Regressionen weiter aufbereitet. Genau. Es war dann eben so, dass man insgesamt dann eben zu der Summe von 956 Einsätzen eben gekommen ist, die eben dann durch die Auswertung da gelaufen sind. In der Literatur gefunden waren eben meistens die Einteilung der komatösen Zustände oder Bewusstseinsstörungen in erstens extrakraniell oder sekundäre Hirnläsionen und zweitens dann in primäre Hirnläsionen oder intrakranielle Ursachen. Zu diesen Störungen gehören eben hier die Intoxikationen, metabolische Störungen im Leber, in der Leber oder der Niere, dann eben Störungen im Zuckerhaushalt oder auch im Wasser- und Säurebasenhaushalt sowie eben Schockformen. Zu den primären Hirnläsionen oder intrakraniellen Ursachen zählen hier dann eben Schlaganfälle, Hirnblutungen, weitere Raumforderungen wie Tumore oder Abszesse, Infektionen, Krampfgeschehen sowie Traumen und Embolien. Bei uns war es dann so in der Arbeit, dass wir dann die Verdachtsdiagnosen oder einzelnen Symptome, die präklinisch da dokumentiert wurden, in Übergruppen zusammengefasst haben. Der Übersicht halber einfacher gestaltet. Da ist es eben so, dass eben die Herz-Kreislauf-Beteiligung da den größten Teil ausgemacht hat. Da waren insgesamt 377 von den 956
Personen hatten eben eine Beteiligung in diesem Organsystem. Das waren 39,5%, gefolgt dann von zerebralen Störungen mit 37% oder 353 Personen. Gut, die ganzen Übergruppen der Ursachen wurden dann natürlich in die einzelnen Diagnosen, Verdachtsdiagnosen oder Symptome dann auch nochmal unterteilt. Und da sieht man eben, dass der Herz-Kreislauf-Stillstand bei den Ursachen im Herz-Kreislauf-System den größten Anteil annimmt. Da muss man dann eben sagen, ist halt bewusstlose Person vielleicht die falsche Indikation. Ja, möglich, dass das eben durch die Person, die den Notruf getätigt hat, irgendwie falsch eingeschätzt oder falsch bewertet wurde oder sich der Kreislaufstillstand in der Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes sich entwickelt hat. Gefolgt ist das Ganze dann von Rhythmusstörungen, Volumenmangel und Schock. Das Durchschnittsalter in dieser Gruppe war relativ hoch, knapp 69 Jahre. So einen drastischen Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht gab es da erstmal keine. Die Störungen im Atmungsbereich, die zur Bewusstlosigkeit hier geführt haben, waren eben Hyperventilationen, exazerbierte Infekte oder COPD sowie eben Atemwegsverlegungen oder Aspiration und Bolusgeschehen. Auch hier, wie man erkennt, eben ein höheres Durchschnittsalter von knapp 67 Jahren. Gut. Bei den Intoxikationen ist das Ganze schon ein bisschen übersichtlicher. Da hat man eben fast 50-50 die Aufteilung. Auf der einen Seite Intoxikationen durch Alkohol, auf der anderen Seite Medikamentenüberdosierungen. Chemische Substanzen nehmen da eher einen geringeren Anteil ein. Auffällig ist eben im Bereich der Intoxikationen, dass im Durchschnittsalter das eben deutlich niedriger war als in allen anderen Gruppen, so um die 40 Jahre. Genau. Im Stoffwechselbereich waren eben zugrunde liegend eher Störungen eben im Zuckerhaushalt oder im Flüssigkeitshaushalt. Da hat eben den größten Anteil der Hypoglykämie-Zustand eingenommen, gefolgt eben dann von exikierten Patientinnen und eben hyperglykämische Entgleisungen. Da wieder, wie bei allen anderen Ursachengruppen, außer bei den Intoxikationen, das Durchschnittsalter deutlich über 60. Im zerebralen Bereich war es eben auch so, dass da eigentlich zwei verschiedene Ursachen dominierten. Das war auf der einen Seite eben Schlaganfall, Hirnblutung, auf der anderen Seite dann Krampfgeschehen, Krampfanfälle. Durchschnittsalter wieder über 60. Genau, und gerade weil eben die neurologischen Ursachen dann heute nochmal näher gebracht werden oder näher auf die Neurologie eingegangen wird und eben da die eigentlich präklinisch auch häufig schwer voneinander zu unterscheiden sind, haben wir uns dann eben die beiden großen Gruppen in den zerebralen Ursachen ein bisschen näher noch angeschaut. Genau, da sieht man eben gerade von der Altersverteilung her bei Schlaganfall, Hirnblutung, dass eben mit steigendem Alter eigentlich die Tendenz zu neurologischen Störungen wie Schlaganfall oder Hirnblutung da eben steigt. Es wurde auch in der Datenbank des Notarztsystems oder Notarztwesens die Bewusstseinsstadien dokumentiert. Gut, nicht überall, man merkt eben, dass auch keine Dokumentation vorhanden war. Der Erstwert ist immer der Wert, das Bewusstseinsstadium, das eben festgestellt wurde bei Eintreffen des Notarztes, während der Endwert dann eben nach Abgeben der Patienten in der Klinik war. Gut, man sieht eben, dass 118 von den insgesamt 192 Personen eben anfangs bewusstlos waren. Das war eben der größte Teil dieser Gruppe. Und
Und dann eben auch noch im Hinblick auf die Beatmungsform. Da haben wir unterschieden in nicht beatmet oder spontan atmend gewertet, in beatmet, aber nicht intubiert. Das heißt, anderweitige Hilfsmittel wurden da zur Beatmung hinzugezogen und in intubierte. Also 2/3 in dieser Gruppe wurden spontan atmend oder nicht beatmet in der Klinik abgeliefert, während 1/3, circa 1/3 eben präklinisch vom Notarzt intubiert wurde. Die Beatmeten machen hier eigentlich einen sehr geringen Anteil aus. Gut. Im Gegensatz dazu Krampfanfälle. Man sieht, dass da die Verteilung in den verschiedenen Altersgruppen schon eher ausgeglichen ist. Das heißt, dass das eigentlich in jedem Alter, auch im jüngeren Patientenalter, eher häufiger auftritt als eben Schlaganfall und zerebrale Blutungen. Vom Bewusstseinsstadium war es eben so, dass auch hier die meisten zumindest getrübt bewertet wurden im Bewusstseinsstadium, aber die meisten eben bewusstlos. Ändert sich natürlich dann ein bisschen wieder, wobei eben hier ein großer Anteil der Patienten eben leider nicht dokumentiert wurde, welches Bewusstseinsstadium die bei Erreichen der Klinik eben hatten. Und auch hier wieder die Beatmungsform, da ist eben der Großteil der an Krampfanfall leidenden Patienten oder Personen eben nicht beatmet, spontan atmend in der Klinik abgegeben worden und eben nur ein kleiner Teil intubiert und dann eigentlich vernachlässigbar beatmet, aber nicht intubiert. Gut, hier mal, das war Test nochmal in Bezug auf das Alter näher betrachtet und da sieht man eben, dass die Krampfanfälle vom Durchschnittsalter her signifikant eben jünger waren als die, die einen Schlaganfall oder Blutung dann in der Diagnose eben hatten. In der Gesamtverteilung waren ja 956 Personen, die eben eingeschlossen wurden in unserer Arbeit. 878 konnte man dann in dieser Altersverteilung mit einbeziehen, weil bei 878 eben das Alter bekannt war. Wurde dann nochmal aufgeteilt in die Geschlechter. Da gab es eigentlich so gut wie keine Differenz. Es waren 450 Personen, davon waren weiblich, 451 männlich. Bei 55 Personen wurde das Geschlecht nicht dokumentiert, hier als X dann dargestellt. Aber man sieht eben in dieser Verteilung ganz schön, dass gerade Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit mit unklarer Ursache, also vorerst nicht dokumentiert, im höheren Alter deutlich wahrscheinlicher sind als im jüngeren Alter. Gut, hier nochmal, dass im Geschlecht eigentlich auch ursachenspezifisch da keine groben Unterschiede vorhanden waren. Genau, im Hinblick auf die Therapie war es eben so, dass ich mich hier jetzt eher auf zwei Themen beschränken möchte. Auf der einen Seite auf den Atemweg, die andere Seite Sedierung, Narkose. Hier noch ein kleiner Auszug aus der AWMF S1-Leitlinie zum prähospitalen Atemwegsmanagement mit dem neuesten Stand jetzt von 2019, die eben besagen, dass die Leitlinien für die präklinische Intubation eigentlich eine schwache Evidenz haben, weil es eben hohe und große Unterschiede gibt in den Vorerkrankungen der Patienten und auch der örtlichen und situativen Gegebenheiten sowie auch individuelle Erfahrung, Fähigkeiten und Kenntnisse der präklinischen Notärzte. Trotzdem ist es aber so, dass die endotracheale Intubation nach wie vor der Goldstandard ist zur invasiven Atemwegssicherung beim Erwachsenen mit dem kleinen Zusatz, wenn man vorher 100 Mal intubiert hat unter Aufsicht und danach jährlich 10 Intubationen durchführt. Gut. In der Literaturrecherche wollte ich dann eben auch noch schauen, wie sieht es da aus mit Indikationen zur präklinischen Intubation. Da gab es verschiedene Quellen, verschiedene Indikationen. So richtig einig ist man sich da irgendwie wohl nicht.
da war es eben so, dass von Schnappatmung bis Gesichtsschädeltrauma die einen die Indikation stellten. Dann gab es viele Arbeiten, die präklinische Intubation bearbeitet haben, die bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten, da war bei den meisten eigentlich so der Fall, dass unter einem GCS von 9 die Indikation zur Intubation gestellt ist. Andere wieder Schutz vor Aspiration, da ist es eben gerade bei Bewusstlosen dann oftmals fraglich, ob nicht schon das Aspirationsgeschehen bei Eintreffen des Notarztes bereits stattgefunden hat. Natürlich, wenn die nicht anders ventilierbar sind, ist die Indikation zur Intubation. Und eben bei komatösen Patienten, wenn eben die Schutzreflexe erloschen sind. Dann gab es noch eine andere Quelle, die die prähospitale Intubation mehr betrachtet hat. Und zwar, dass eine präklinische Intubation ohne strikte Indikation negative Auswirkungen hatte auf Genese, Krankenhausaufenthalt und das Outcome. In meiner Diplomarbeit haben wir dann die Beatmung, wie vorhin schon gesehen, in drei Gruppen aufgeteilt. Insgesamt wurde von der gesamten Personenmenge, die da in der Arbeit mit eingeflossen sind, 60% nicht beatmet, spontan atmend belassen und in die Klinik gebracht, 35% intubiert und nur ein kleiner Anteil von 5% eben anderweitig beatmet. Nach den Ursachen war es so, dass es bei den Atmungsstörungen leider kein signifikantes Ergebnis gab. Bei Patienten, die ein zerebrales Problem aufwiesen, war es so, dass es eine Wahrscheinlichkeit war, dass jeder fünfte davon intubiert wurde. Bei Intoxikationen war eine relativ große Wahrscheinlichkeit, und zwar mit 82%, nicht intubiert zu werden. Und die Wahrscheinlichkeit war dann bei Stoffwechselproblemen noch höher, und zwar über 90%. Bei den Herz-Kreislauf-Störungen war es so, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 57% zu einer Intubation kam. Im Gegensatz zu Personen, die keine Störung in diesem Bereich aufgewiesen haben, ist das mehr als doppelt so viel. Dann nochmal nach dem Glasgow Coma Score. In Anbetracht dazu war es eben so, dass wir ein signifikantes Ergebnis hatten, dass mit sinkendem GCS die Wahrscheinlichkeit zur Intubation gestiegen ist. Und zwar so, dass es pro sinkendem GCS-Wert die Wahrscheinlichkeit um 54% angestiegen ist. Das heißt, ich habe mit einem GCS von 7 war die Wahrscheinlichkeit um 54% höher intubiert zu werden als mit einem GCS von 8. Sediert oder narkotisiert wurde von den 956 Personen 420, das sind knapp 44%. Man kann jetzt anhand dieser Tabelle sehen, dass es irgendwie der Anfangswert im Glasgow Coma Scale da keine massiven Unterschiede oder dass es da irgendeine Tendenz gab, je niedriger der GCS, umso mehr Narkose oder umgekehrt. Also es ist relativ gut aufgeteilt. Die Medikamente, die eben dokumentiert waren, und darum geht es eben, dass mindestens eines dieser Medikamente verabreicht wurde und die dann so gewertet wurden als sediert oder narkotisiert, sieht man hier an dieser Liste. In Kombination untereinander durch diese Medikamente entstand eine riesige Bandbreite an Medikamentenkombinationen, die da irgendwann verabreicht wurden. So haben wir dann den Cut-off bei 5% gelegt und dann blieben eben diese 5 Kombinationen übrig, wo Midazolam der deutliche Spitzenreiter war als Monotherapie und dann in Kombination. Alle anderen Kombinationen oder Medikamente wurden deutlich weniger als 5%, als in 5% der Fällen verabreicht. Genau, zu den Limitationen der Arbeit. Gut, es war eine Auswertung der Notarztdatenbank hier vom Stützpunkt am LKH Graz. Das heißt, wir haben eben nur eine regionale Auswertung. Bei der Literaturrecherche und Durchforstung, Internet, Sonstiges haben wir leider keine
Vergleichsstudien mit ähnlichen Fragestellungen oder so gefunden, dass wir jetzt internationale Zahlen da als Vergleich hätten. Dann natürlich gab es keine konkreten Ursachen, die präklinisch gestellt waren. Es waren einzelne Diagnosen, Verdachtsdiagnosen, einzelne Symptome. Manche Personen wurden dann in zwei Übergruppen eingeteilt, weil sie sowohl ein Problem im Herz-Kreislauf-System hatten, ein Problem in der Atmung zum Beispiel. So gab es da auch dann Ursachenkombinationen. Dann gab es in dieser riesigen Datenbank, die wir da anhand unserer Einschlusskriterien gefiltert hatten, auch zum Teil fehlende Eintragungen, die eben dann gerade bei der Analyse oftmals zu Unstimmigkeiten geführt haben. So war es zum Beispiel manchmal der Fall, dass Personen als sediert oder narkotisiert gewertet wurden, auf der anderen Seite aber kein Medikament dokumentiert war. So ist halt die Frage, ist es ein Tippfehler in der Eiligkeit oder eben wirklich eine fehlende Eintragung. Genau, ich habe halt die ganze Tabelle gesehen und weiß, wie riesig das Ding war. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass gerade in der Hektik eines Notfallgeschehens, dadurch die vielen Auswahlmöglichkeiten, die man hier hat, schnell irgendwie zu einer Unübersichtlichkeit führen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Priorität anders gelegt wird. Die Priorität ist dann natürlich an der Patientenversorgung, somit leidet dann als erstes die Dokumentation. Genau, sonst waren aber die Daten, wie gesagt, sehr aufschlussreich, bis auf kleine Mankos bei den Eintragungen oder Fehler in der Eintragung oder Fehler in der Eintragung. Ja. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite, den Anfang. Wie gesagt, es ist nur wichtig, dass man eben die ganzen Ursachen, die möglich sein könnten, bei unklaren Bewusstseinsstörungen im Hinterkopf behält. Auf jeden Fall die Basismaßnahmen, vor allem da auf die gesicherte Oxygenierung eben guckt und je nach Ursache die präklinisch behebt oder eben schnellstmöglich in die Klinik transferiert. Und jetzt geht es weiter im Schockraum in Graz. Danke.